Wer findet, Janet Biedermann sei eine einzige fleischgewordene Styling-Sünde, dem sei verraten, dass das arme Mädel sich seine Klamotten selbst zusammenschneidert. Meistens jedenfalls. So entstehen dann Fashion-Faux-Pas wie im Clip zu How It's Got To Be. Weiterhin Platz 10. Da wackelt die Großraumdisse. DJ Godzilla Kai Tracid gibt seinen Fans mal wieder die volle Packung Acid Trance. Denn das Leben ist ja bekanntlich viel zu kurz, um was anderes zu hören. Neu auf Platz 9. Life is too short. Die süße Singmaus Efi Goffin von Lesgo ist zwar schon bei der belgischen Vorausscheidung für den Euro Song Contest rausgeflogen, aber das soll für eine erfolgreiche Dance-Karriere doch kein Hindernis sein. Sie bleibt in den Charts mit Something und steigt von der 9 zurück auf Platz 8. Wir sehen immer nur die eine Tante, aber eigentlich verbergen sich hinter Enya drei Leute. Erstens die Celtic Queen herself, zweitens Producer Nick Ryan und drittens dessen Frau Roma. Letztere hilft Enya beim Schreiben der Lyrics, zum Beispiel für Only Time, um 2 Plätze gefallen auf die 7. Gigi D'Agostino ist ja so schüchtern. Aus lauter Angst vor krakelnden Rentnerhorden lehnt er einen Auftritt bei Wetten, das dankend ab. Wir haben Verständnis für Gigis Menschenscheu und behalten ihn unauffällig auf Platz 6. L'amour toujours. Fotos mehr von Alizé und ihren Fans. Die Bildchen wurden auf Schulhöfen für über 1000 Mark versteigert und lösten eine wahre Teenie-Hysterie aus. Damit ist jetzt Schluss, denn die kleine Sexbombe lässt sich nur noch für die Presse ablichten. Mit Moi Lolita steigt sie von der Position 7 auf die 5. Auch wenn Jay-Z bei den MTV Europe Music Awards jede Menge heiße Chicks mit auf der Bühne hatte, sein Herz schlug für Kylie Minogue. Sie hat was von Marilyn Monroe, schmachtet der Hip-Hopper, und Kylie fällt gerührt von 2 auf die 4. Can't get you out of my head. Enrique Iglesias ist genervt. Er lebt in den Staaten, er singt auf Englisch, er hat eine amerikanische Freundin und trotzdem quasseln ihn alle immer auf Spanisch an. Claro, Enrique, porque eras un chica español, sí? Esta semana la posición tres con hero, hero. So breit er auch sein mag, auch ein Hardcore-Dopehead wie Afroman hat seine Prinzipien. Wenn ich auftrete, dann singe ich live, verspricht er. Kein Wunder, Playback ist für einen echten Kiffer ja auch viel zu kompliziert. Live fällt er von der 1 auf die 2 mit Because I Got High. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir in den letzten 2 Stunden verdammt viele Clips Made in Germany gespielt haben? Farin Urlaub, Die Prinzen, Kai Tracid, E-Nomini, Die Emil Bulls, Mark O, Pulse Driver. Und da ist es ja auch nur konsequent, dass die neue Nummer 1 ebenfalls aus Deutschland kommt. Letzte Woche war sie noch auf Platz 4, diese Woche angelt sie sich die Spitzenposition. Hier ist Sarah Connor für euch, From Sarah with Love. Und mit Liebe verabschiede ich mich auch von euch, lasst es euch gut gehen. Bis dann, bye bye.